Herzlich willkommen zu Audio Experts von Quadral. Mein Name ist Sascha Reckert und heute erkläre ich das BDS-Prinzip. BDS steht für Balanced Distribution System. Die Begriffe Balance und Verteilung stehen für die perfekt ausgewogene Leistungsverteilung auf Tieftöner und Mitteltöner. Die wichtigsten Entwicklungsziele bei einem Standlautsprecher folgen widersprüchlichen Anforderungen. Hoher Wirkungsgrad, tiefer Bass und kleines Gehäuse. Mit dem BDS bekommen wir eine große Membranfläche in einem kompakten Gehäuse mit einem hohen Wirkungsgrad. Bei der Chromium 85 zum Beispiel entspricht die Membranfläche fast einem 10 Zoll Treiber. Damit alles so funktioniert, wie es soll, spielen drei identische Tieftöner zusammen. Naja, fast identisch. Die zwei unteren Tieftöner haben eine deutlich höhere bewegte Masse, sodass sich die Frequenzbereiche im Bass perfekt ergänzen und im Mittelton der Mitteltöner alleine spielt. Im leistungsintensiven Bassgrundton bekommen alle Treiber exakt die gleiche elektrische Leistung. Das Gehäuse ist so aufgeteilt, dass die beiden Bässe in einer Kammer arbeiten und der Tiefmitteltöner in einer eigenen Kammer. So kann diese Kammer für einen sauberen Mittelton optimal bedämpft werden. Entscheidend für die Gesamtleistung ist im Bass vor allem der Membranhub. Tieftöner und Mitteltöner erreichen beim BDS gleichzeitig ihr Bewegungslimit. Es ist also möglich, einen tiefen Bass aus kleinem Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad und hohem Pegel zu erreichen. Habt ihr noch Fragen zum Thema BDS? Dann schreibt es hier in die Kommentare. Folgt auch unserem YouTube-Kanal und lernt mehr über echtes HiFi. Werdet selbst zum Audio-Experten.